Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Warlord 76. Und heute werden wir dieses komische Dingenskirchens, was wir holen sollen, holen. Dann werden wir zurückkehren und da hochgehen und dann uns einen Keks freuen. Das ist der Plan für heute. Ganz simpel, ganz einfach. Ob wir es jemals dahin schaffen, weiß ich nicht, weil das habe ich gesehen. Wir auf dem Weg dahin ja noch ein paar andere Stellen sehen. Ach ja, so eine schöne Sniper, schon was Schönes. Hallo? Das ist ein Level 3er-Ghoul. Will ich nur mal sagen, ne? Und wir haben gerade einen Sneak Attack gemacht. Ich will nicht behaupten, dass es irgendwie scheiße war, aber es war scheiße. Der macht anscheinend nicht so viel Schaden, der schöne Strahler. Dreißig. Der Wahnsinn. Ist das geil. So. Zack. Was haben wir denn hier? Meine Lagerkiste versteckt. Warum? Es Warum ist hier meine Lagerkiste? Ist mir auch egal, also. Steht hier halt meine Kiste. So. Okay. In diesem Bereich sind wir, glaube ich, auch eher schon gewesen. Ah, hi. Ich muss sagen, so, aus der Ferne ist die Waffe zwar gut, ne, aber wenn man so vom Weiten das Ganze betrachtet, ne, vom Nahen betrachtet, ist das nicht mehr so gut. Ja, hier waren wir schon 1 Milliarde Mal. Können wir laufen weiter. Wir werden Speisung der Hungrigen verlassen, ja, meinetwegen. Lebensmittelverarbeitungsmaschinen bei Mama Deutsche sind endlich so weit abgekühlt, dass sie wieder ihren Dienst tun können. Nein, ich mach das nicht nochmal. Nein. Nein, 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 nein. Ich den Besen gerade geschlagen? Ich verstehe das manchmal nicht. Ich habe einfach Schaden bekommen. Aber wovon? Oder bin ich krank? Weiß noch, dass ich mich letztens kurz ins Bett gelegt habe und dann aufs Klo gegangen bin. Kann sein, dass ich währenddessen krank geworden bin. Ich könnte zwar nachgucken, aber ich lasse mich mal überraschen. Wir wollen ja sowieso erstmal nur da hinten hin. Können wir auch sterben. So, schieß statt. Das ist dann wieder gut. Treffe ich ihn? Ich wette 100 Euro dafür. Ich habe ihn getroffen, ihr habt es noch nicht gesehen. Okay, da hinten haben wir noch irgendeinen Scheiß. Da haben wir irgendwas. Ach, ich würde gerne alles entdecken, aber es macht so wenig Sinn, wenn da Gegner rumlaufen, die nichts können. Ein Staubwedel. Es ist. Manchmal verstehe ich dieses Level-Design von Bethesda nicht. Denken die sich, ach, im Wald ist es so langweilig, wir packen da mal einen Staubwedel hin und dann hat der Spieler wenigstens etwas? Manchmal, ne? Keine Ahnung. Vielleicht soll es auch lustig sein, dass da ein Staubwedel irgendwo im Wald ist. Oh! Ach du Scheiße. Oh. Nein, 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 nein. Geil. Noch geiler. Ah.
Nein! Wie gut wirfst du? Wie gut kann er denn werfen, Alter? Was will der? Habt ihr das gesehen, wie gut er geworfen hat? Aus dem Haus heraus! Aus dem Haus heraus! Ja. Das waren nicht mal wirklich starke Gegner. Ich fühle mich jetzt. Mr. Flauschig. Der Typ hat mir eine Schraube geklaut. Wie hat er die überhaupt gesehen? Vor allem war die auf einem Magneten drauf, damit ich sie nicht verliere. Und was ist passiert? Ich habe sie verloren. Danke, Mr. Flauschig. Geile Nummer. Ich habe es einfach nur gerade im Augenwinkel gesehen, dass da meine Schraube nicht mehr da ist, die ich eigentlich aufbewahren wollte, weil sie zu meinem Handy gehört. Weil ich sie demnächst wieder reintun wollte. Das ist schön, ne? Das ist schön, so eine Katze zu haben. Ja, Katzen sind wunderschöne Tiere, die Schrauben klauen. Ich will gar nicht wissen, was er mit der gemacht hat. Vielleicht hat er dran geschnüffelt und sie hängt jetzt irgendwo in der Nase fest oder so. Hoffentlich nicht. Oh, nee, sonst würde er nur rumniesen, also. Ich bezweifle das. Ich denke einfach mal, er hat sie irgendwie mit der Hand berührt und dann ist sie weggerollt. Weil die Schrauben sind ja minimal, also ganz. Eigentlich kann er sie nicht mal gesehen haben, so klein ist die. Also wie ich ihn kenne, hat er einmal rumgetapst, weißt du, und dann war sie weg. Und dann dachte er sich, ja, cool, Spielzeug weg, schade. Naja, holen wir mal unsere Leiche und rächen wir uns. Miesen Schweine. Sitzen sie da einfach in der Hütte rum und schießen auf mich? Wer macht denn sowas? Ja, das heißt wohl, ich werde demnächst ein kleines Schraubenpack kaufen. Wo alle möglichen Schrauben fürs iPhone sind, damit ich mein Handy wieder vernünftig beschrauben kann. So, hier bin ich irgendwo gestorben. Da haben wir ja meinen Schrott. Sind die mit draufgegangen? Glaube ich schon. Tja, ich bin wieder da, da guckst du, wa? Schön ins Knie geschossen. Bist jetzt verkrüppelt? Kann man hier Gegner verkrüppeln? Ja, ne? Was sieht so aus, als wäre er verkrüppelt. Gut zu wissen, das sollten wir öfters machen bei Gegnern, die ein bisschen krasser drauf sind. Ich meine, die sind jetzt nicht so krass drauf, aber naja. Ja, er ist verkrüppelt. Nicht nochmal, nicht mit mir, Freundchen. So. Das Problem ist, damals habe ich es immer mit dem Watz-Modus gemacht. Damit habe ich die Gegner einmal verkrüppelt. Jetzt allerdings ist das ja nicht mehr so möglich. Was habe ich zur Verfügung? Habe ich ihn getroffen? Ja, ne? Kann ich durchs Fenster hoppen? Eine Überraschung rufen? Überraschung! Ah, schade. Überraschung! Ah, damit hast du nicht gerechnet, oh Gott. So. Ihr könnt mir sowieso nicht so viel schaden, ne? Aufs Knie! Ich glaube, es hat nicht so viel gebracht, ne?
Okay, der war ein bisschen heftiger. Ach, da bist du. Level 5. So, falls ihr heute ein paar Knaller hört, ist es Silvester. Nicht wundern. So, was haben wir denn? Hört man das? Nee. Wenn ich nichts sage, nicht. Alter, ich will auf die andere Seite. Geht doch. So, das nehmen wir natürlich alles mit. Aber gucken wir mal, was die hier beschützt haben. Das sieht echt nice hier aus. Ich meine, abgesehen davon, dass das Bett eine Dusche ist. Die Dusche ist extrem groß. Hier müssen extrem fette Menschen gelebt haben. Wesse. Achso. Ich dachte, was war das denn jetzt? Was kam denn da aus dem Eimer raus? Aber zum Glück war das nur die Textur vom Boden. Haben wir da? Schmutziges Kissen, das nehme ich natürlich mit. Man kann sich hier nicht schlafen legen. Das ist seltsam. Die Betten sehen eigentlich recht fit aus. Ein überdimensionaler Mixer. Kann sich das aber auch schwer machen. Bei Scharken. Nehme ich doch mit. Ansonsten recht unspektakulär die Hürde. Habe ich ein bisschen mehr erwartet. Oh, Impulsmine. Plasmagranate. Oh, das klingt mir doch schon eher nach Spaß. Na gut, hauen wir ab. Wir haben Dinge zu tun. Wir haben schon 12 Minuten rum. Ich bin immer noch nicht angekommen da, wo ich sein wollte. Wir gleich haben was. Ist das eigentlich nur Location hier im Wald? Hallo, ich drück Start. Achso, hat noch ein bisschen gedauert. Nö. Dann ist ja gut. Also kein wichtiger Ort. Ah, da stehen mehrere Häuser. Ein Atomkraftwerk. Starke Monogar. Ist. Achtung Kunden, im Kraftwerk Mononga ist es zu einem unerwarteten Zwischenfall gekommen. Wir möchten uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen. Seien Sie versichert, dass unsere Wartungsmannschaften mit Hochdruck daran arbeiten, die Stromversorgung wiederherzustellen. Basierend auf den derzeitigen Prognosen sollte die Stromversorgung für den Großteil der Kunden wiederhergestellt sein. Ja, okay. Seltsam, dass es beinahe repariert ist, aber keiner hier ist. Ich meine, alleine werde ich es eh nicht machen. Wenn das ganze Ding hier eine Stunde läuft, na, dann kannst du knicken. Haben wir hier nicht mit. Anspruch die Werkstatt, Hof des Kraftwerks. Okay. Nö. Mach ich auch nicht. Ich will einfach nur meine Quest vervollständigen. Mehr würde ich nicht. Und das sieht so cool aus. Oh. So, den letzten 100 Meter, Leute. Huh. Ich finde diese Lichtverhältnisse immer wieder seltsam. Ah, ich sehe schon. Besucherzentrum. Oh. Nee, nicht. Das zeigt doch. Das war ein Wortspiel auf eure Kosten. Ich höre noch mehr. Das müsste doch eigentlich gegen... Oh, ich habe keine Munition mehr. Gegen Roboter gut sein, wollte ich gerade sagen. Ja, lass mich nachladen. Ihr müsst doch nachladen, Mann.
nicht, Bestie. Aber wie gut, dass ich hier unten bin und du da oben. Will ich ehrlich gesagt nicht vom Nahen sehen. Was bist du? Bist du eine Biene? Ist das so eine Art Bienenkönigin? Die ihren eigenen Stamm auf dem Rücken hat? So geht's auch, ne? Ich meine, Familie immer beisammen. Ich sehe schon, die sprüht Bienen aus. Oh, easy. Ich hoffe, du bist die einzige, oder das einzige Exemplar hier. Bienenschwarm. Tschüss! Lass ruhig deine Mutter hier alleine. Wie widerlich. Oh, sie kommen wieder. Genau. Schießen wir mit einem Einschusser auf den Bienenschwarm. Das wird sehr effektiv sein. Oh, das funktioniert. Ich muss dem Geräusch gleich hinterher. Wo kommt das her? Es kommt irgendwie aus allen Richtungen. Wenn ich hier bin, kommt es von da. Ich höre es halt von da. Aber wenn ich da hinten hingehe, kommt es von hier. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Toll. Ja, jetzt ist es fast schon wieder hinter mir. Jetzt ist es hinter mir. Okay, ignorieren wir das Geräusch einfach. Vielleicht finden wir den Ursprung aus Versehen gleich irgendwie, ich weiß es nicht. Ganz seltsam. Ich hab zuerst gedacht, es wären diese kleinen Roboter hier, die diese Geräusche machen. Building the future for a broken nation. Okay, die Kommunisten mal wieder. Immer sind die Kommunisten schuld. Sehr seltsames Geräusch. Egal, gehen wir in die Red Rocket Raststätte hinein. Okay, nein. Wo ist das Radio? Radio aus. Das Radio. Aber das von da hinten? Nein, das kommt nicht von da hinten. Wie komme ich darauf, dass es von da hinten kommt? Ich habe schon gesagt, das kommt von hier. Das Geräusch macht mich wahnsinnig, Leute. Hört ihr das überhaupt? Oder ist das nur in meinem Kopf so? Muss in meinem Kopf sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. So. Oh, hallo, Verkäufer. Ich glaube, du verkaufst mir nichts mehr. Und wieder meine Lagerkiste. Die jetzt überall, damit man jederzeit sein Zeug loswerden kann. Roboterrüstung, Torsomod. Ich will nicht behaupten, dass das scheiße störend ist, aber das ist richtig störend. Ich werde hier den Verstand verlieren. Wieso gibt es hier eine Brücke hierauf? Was gibt es hier so Tolles? Nichts.
Vielleicht ist dieses Geräusch diese Quest, der ich nachgehen muss. Aber es kommt offensichtlich von da. Aber wenn ich da hingehe, kommt es von hier. Da. Kommt exakt von hier. Aber wenn ich da hinten hingehe, vielleicht kurz von da. Ach, ist mir egal. Hallo? Muss man nicht vielleicht so aus der Haut fahren? Oh, Geld. Alles meins. Scheiß auf die Radioaktivität. Ja, cool. Kann ich auch nicht öffnen. Ist so traurig. Holy shit. Holy shit. Ich dachte, der sitzt da und begrüßt mich freundlich. Tut er nicht. Du lässt mir Zeit. Das finde ich gut. Dann wechsle ich mal hier drauf. Au! Wir sind Freunde. Ich wollte dich doch nur umarmen. Mit einer Schrotflinte. Was? Ich wollte nichts mitnehmen. Töte mich nicht. Bitte, ich bin unschuldig. Ich habe nur deine Freunde getötet. Weil die kennst du eh nicht wieder. Lassen wir uns Zeit. Ui. Schön auf den Kopf. Das sind doch Gegner, die ich haben möchte auf diesem Level. M79 Gewehr Granatwerfer. Okay, wir haben ein Level up. Ich verkrümel mich mal kurz hier um die Ecke. Okilidokli, Level up below. Also. Schrotflinten wiegen 30% weniger und werden 10% schneller geladen. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Hätte eigentlich gerne das Schloss knacken. Das wäre das, was ich am liebsten haben möchte. Was haben wir denn hier so schön Neues? Die Nachladegeschwindigkeit von automatischen Gewehren. Die benutzen wir eh nicht. Nein. Nein. Nein, nein. Waffenschmied. Kannst Schusswaffen der Stufe 1 herstellen. Aber ich... will ich sie herstellen? War das Waffenschmied, was wir brauchten? Ja, ne? Bitte sagt mir ja. Bitte. Nahkampfkrieger. Wieso bin ich darauf gegangen? Ach, den habe ich geschenkt bekommen, stimmt. Aber ich möchte zuerst gucken, ob wir Schlossknacken hier irgendwo haben. Das wäre Priorität Nummer 1. Ja, nee, nein. Wozu auch Schlossknacken? Leco mio, ey. Ja, gut, dann... gehen wir mal auf Waffenschmied, ist richtig, ne? Und da müssen wir den nächsten Level draufsetzen, damit wir irgendwie mal vorankommen. Der Waffenschmied, der Waffenschmied. So. Okay. Holen wir unser Schüssel ab.
Ach, ich hätte von da. Okay. So, Verstärkerknoten. Die Baupläne sollten eigentlich selbsterklärend sein, sogar für jemanden ohne jegliche Erfahrung im Bereich Elektronik. Erforderliche Spezialteile: SMU 97 Transponder, 98 NAR Regionalmanifest lässt darauf schließen, dass das Teil vorhanden sein könnte. RCX01A39 Duplexer Flugzeugwrack gehört nun zu Horizons Rest. Die Station ist eine Regierungseinrichtung, daher sind die Ausrüstungsspezifikationen etwas seltsam. Falls du die Teile nicht findest, werden wir herausfinden müssen, wer sie gemacht hat und wer weiß, ob diese Anlagen noch existieren. Drück uns die Daumen. Das fertiggestellte Verstärkermodul kann in jedem Reserveslot einer Sendestation eingefügt werden, aber du musst den Strom durch das Steuersystem umleiten. Okay. Kriechen. Hä? Da wurde mir nicht auch der Weg hierher gewiesen zu dem Typen? Okay, so viel dazu. Wo müssen wir jetzt hin? Bestimmt ein Arsch der Welt, ey. Ich weiß es. Sollen wir jetzt hier zurück? Ja, gut, okay. Das ist noch zu ver... Achso. Ah. Oh. Verstehe, dann fliegen wir mal hier hin. Oder ist hier billiger? Da ist billiger. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns im Neujahr wieder. Das heißt morgen. Zu einer neuen Folge. Und dann beenden wir die Quest. So sieht's nämlich aus. Haut rein, euer Zero. Tschüss.